Moin zusammen und herzlich willkommen zu The Room 2. Ich bin der Rumgucker, willkommen auf meinem Kanal und wir spielen heute, naja, eben dieses Spiel von der Firma Fireproof, das in der PC-Version im Juli 2016 herausgekommen ist. Wir haben schon The Room 3 gespielt und da fand ich, ist das hier nur angemessen. Also, viel Spaß! Klicke, um zu beginnen. Klicke und ziehe die Maus, um dich umzusehen. Wunderbar, haben wir hingekriegt. Doppelklicke auf die Notiz, um sie heranzuzoomen. Natürlich. Wir können die Notiz öffnen. Wenn meine Berechnungen stimmen, müsstest du hier herauskommen. Willkommen, mein Freund. Es gibt viel mitzuteilen. Sehend bist du noch nicht, doch ich habe dir etwas hinterlassen, das dich sehend macht, auf dass dein Weg kürzer sein möge als der meine. Ich muss es in diesem Raum verbergen und es deiner Schleue überlassen, es zu finden. Ich bin nicht der einzige Geist an diesem Orte. A.S. Okay. Schau dir das Okular im Inventar an. Natürlich, wir bekommen erst ein kleines Intro. Die Linse ist kaputt. Ja, in der Tat. Klicke auf das Pfeilsymbol, um das Inventar zu verlassen. Sehr gerne. Okay, gut. Rechtsklicke, um herauszuzoomen. Das haben wir hingekriegt. Zoome weiter raus, um den Rest des Raums anzusehen. Natürlich. Doppelklicke auf den anderen Tisch, um ihn dir anzusehen. Doppelklicke auf die runde Kiste. Gerne. Drehe das Schlüsselloch. Alles klar. Und dann drücke den Knopf. Hossa. Haben wir hingekriegt. Und hier ein Puzzle. Es scheint, als ließen sich einige der Objekte verschieben. Okay, das kriegen wir zusammen. Das passt nicht dort hinein. Das hier, ja, okay. So. Und das passt da hinein. Hui! Ah. Wische, um die Schublade zu öffnen, aber sehr gerne. Klicke auf die Linse, um sie aufzunehmen. Objekt gefunden, eine seltsame Linse. Die Linse scheint in das Okular zu passen. Na, juhu, eine rote Linse im Okular. Klicke auf das Okular, um es anzulegen. Oh, manchmal lassen sich mit dem Okular Dinge sehen, die sonst verborgen sind. Klicke auf den Fingerabdruck, aber sehr gerne. Nimm das Teil auf. Gefunden. Ein kleines Stück geformtes Metall. Ich sollte versuchen herauszufinden, wo ich das Teil einsetzen kann. Klicke, um das Okular abzulegen. Erkunde den Raum. Können wir uns das erstmal etwas genauer ansehen? Ja, ein kleines Stück geformtes Metall. Und auf der Seite ist gar nichts. Okay, alles klar. Gut, wieder raus. Gut, was haben wir denn hier noch? Befindet sich an der Kiste vielleicht noch etwas? Nein. Hier haben wir eine weitere Kiste, wo es noch ein Gedingelse braucht. Okay. Hier ist noch ein Brief. Eine Notiz. 23. Oktober 1883. Ist ein bisschen älter. Mr. Rigby, ich muss gar nicht mehr sagen, als dass ich das Vertrauen meiner Kollegen in Sie nicht teile. Wenn es nach mir ginge, würde ich einem Mann derart niederer Herkunft... Was? Die Schaltfläche mit dem Fragezeichen? Wenn neue Hinweise verfügbar sind? Ja. Brauchen wir aber im Moment nicht. Wenn es nach mir ginge, würde ich einem Mann derart niedriger Herkunft und derart geringem Ranges wie Sie niemals einstellen. Ach du liebe Zeit. Es lässt mich erschaudern, dass wir einen Grabräuber bei uns aufgenommen haben. Doch wie Mr. de Montfaucon zu sagen pflegte, in der Not frisst der Teufel fliegen. Es obliegt nun also mir, Sie bezüglich Ihrer scheußlichen Aufgabe zu unterrichten. Wie Sie sicher wissen, werden Sie bei Ihrer Rückkehr nur dann entlohnt, wenn Sie das Artefakt haben. Sollten Sie abseitige Gedanken entwickeln, darf ich Sie daran erinnern, dass das Artefakt zwar von enormen Wert ist, aber das auch nur für eine Handvoll Wissenschaftler. Für die Augen oder Hände ungebildeter Herren, wie Sie es sind, nicht sind. Was? Für die Augen oder Hände ungebildeter Herren, wie Sie ist es nicht vorgesehen. Ich muss bedingungslos darauf bestehen, dass Sie jegliche Manipulation an dem Objekt unterlassen. Andernfalls könnten Sie in größere Gefahr geraten. Es handelt sich um ein äußerst mächtiges Instrument,
das von niederen Geistern in Ruhe gelassen werden muss. Was ist denn das für ein Quatsch? Okay. Hier ist... Oh! Objekt gefunden. Kleines Stück geformtes Metall. Na, da haben wir aber Glück gehabt. Hier unten sieht auch noch etwas anders aus, aber... Nee, scheint okay. So. Ja, es war damals eine andere Zeit, ne? Damals war Stand... gerade der Stand war noch wichtig. Ob du aus einem guten Stall kommst, damit du halt eben auch, ja, was aus dir machen konntest. Was bedauerlich ist, weil viele Talente dadurch halt eben einfach verloren gegangen sind. Ah, hier, guck mal, und da könnten diese Dinger hineinpassen. Auf der Platte sind, ja, ich weiß schon. So, guck, lalalala. Okay, so, und jetzt können wir hier drehen. Okay, und dann kommt diese Kugel dort heraus. Ja, cool. Objekt gefunden, eine merkwürdige Messingkugel. Na gut, das müsste irgendwo passen. Meinst du? Ja, wie zum Beispiel hier, wie wär's? Wollen wir sie einfach mal eins, wollen wir sie reinlassen? Jo, ein Auge. Aha, okay. Okay, und wir können das bewegen, alles klar. Vielleicht ist der Code irgendwo im Raum verborgen. Ja, das finden wir heraus. Hier jedenfalls ist er nicht, aber da ist er verborgen. Süden, Osten, Süden, Westen, Norden. S-E-S-B-N. Dann braucht er das wohl nicht mehr. S, ach so, gehalten und drückt halten. S-W-S-E-N. Was war nicht richtig? S-E-S-W-N. Ah, jetzt hat das. Okay. Habe ich eben wohl verkehrt gemacht. Doch, was haben wir denn hier? Objekt gefunden, ein Medaillon. Sieht interessant aus, das sollte ich mir genauer ansehen. Dann tun wir es doch einfach mal. Ah ja, okay. Wir können das auseinanderziehen. Okay, cool. Ob etwas in diese Form passt. Da drauf drücken ist wohl nicht, ne? Okay, da ist noch ein Gedingel hinten dran. Okay. Achso, halt, sollten wir es uns mit dem Okular ansehen? Ach, das können wir uns gar nicht mit dem Okular ansehen. Gut, gibt es hier denn noch etwas Interessantes zu entdecken? Lass mal gucken. Ah, oh, ist ein bisschen ruckelig, ne? Ich glaube, ich muss die Grafikeinstellungen nochmal ein bisschen was höher stellen. Okay, dann wird das wohl hier hinkommen. Da war ja eine quadratische Ausformung. Juhu! Was ist das? Sieht aus wie ein Film, wie ein, ne? So. Okay, das geht. Ich kann es bewegen. Ich kann es frei bewegen. Ah, okay. Wir müssen wieder das Okular bemühen und dann bekommen wir Zeichen. Z. Aha. Oh, okay. Muss ich mir das notieren? Wahrscheinlich, ne? Da. Ich notiere mir das vorsichtshalber mal, weil, naja, Z-Dreieck, okay, jetzt geht's nach rechts weiter, da ist das nächste Zeichen, alles klar. Wo geht's denn jetzt hin? Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, Missy, hallo. Okay. Zusammenschieben. Und was ist jetzt? Oh. Okay. Das können wir drehen. Bis daraus irgendwas wird. Was ist jetzt? Was war das? Oh, da, guck mal. Das sieht nicht gesund aus. Lass da lieber die Finger von. Kapitel abgeschlossen. Du bist geistig und körperlich unbeschadet aus der Gruft entkommen. Doch ich fürchte, deine Prüfungen haben gerade erst begonnen. Illumination. Mhm. Spiel fort. Nö, Spiel beenden. Ach Quatsch, natürlich setzen wir fort. Also, los geht's.
Wir sind an Bord eines Schiffes. Okay. Da liegt ein Zettel, den nehmen wir mal als erstes. Noch immer kein Zeichen und mein Geduldsfaden reißt so langsam. Frustriert bin ich bereits auf Vormast geklettert. Dies die Tat eines Narren. Der Nebel ist so dicht, dass ich aus dem Mastkorb kaum das Deck sehen konnte, geschweige denn die Helena. Und dennoch habe ich das Waffendeck die Kanonen bereit machen lassen. Die Männer müssen einsatzbereit sein, vermutlich. Okay. Ja. Hier kommen wir näher heran. Da kommt was rein. Okay. So, er erwähnte den Korb. Okay, hier können wir was verstellen. Die Frage ist nur, wie. Oh, vielleicht sollten wir dazu das Orgular bemühen. Nee, bringt nichts. Nun, irgendwo wird sich hier schon eine Lösung zu finden. Ne? Ah, schau mal. Ja, okay. Sieh einer an. Objekt gefunden. Ein kleiner goldener Schlüssel. Na. Ja, super. Okay. Gehen wir da mal wieder raus aus der Nahansicht. Das hier ist bunt. Muss das so? Hm. Okay. Ein kleiner goldener Schlüssel. Ist hier hinten etwas? Nein. Da unten? Hier unten ist etwas. Okay. Die Frage ist nur, was können wir damit machen? Das geht wohl noch nicht. Damit können wir noch nichts tun. Aufschieben geht auch nicht. Okay, das ist noch nicht für uns gedacht. Okay, was haben wir denn noch hier? Da oben? Nein. Auch nicht. Hier an Deck ist da etwas? Nee. Ah, okay. So. Die können wir drehen und in Stellung bringen. Super. Ah, jetzt öffnen sie sich. Okay. Und da ist ein Schlüsselloch sichtbar. Da setzen wir den Schlüssel mal ein. So, drehen. Oh, cool. Na, bleib offen, bleib offen. Alles klar, jetzt ist es offen. So, da ist Objekt gefunden. Ein merkwürdig geformter Schlüssel. Das können wir einsetzen. Aber hier scheint noch etwas zu fehlen. Oh. Okay, ich hatte gar keine andere Wahl, als dahin zu gehen. Hier ist ein Buch. 30 Wochen sind wir nun bereits auf See und die ausbleibenden Schätze lassen die Besatzung unruhig werden. Obgleich ich es niemals zugeben würde, teile ich ihre Bedenken. Für Freibeuter steht viel auf dem Spiel und meine Geldgeber werden murren, wenn ich mit leeren Händen ankomme. Den auf der San Esposito gemachten Gefangenen zufolge müssten wir die Santa Helena in diesen Gewässern gleich hinter Neugranada finden. Tumbe Handlanger waren es mit allen außer den Arbeiten auf den Decks unvertraut, doch sie sprachen von einem an Bord befindlichen Artefakt großen Wertes. Ich nehme sie in meine Besatzung auf. Na, okay. Gut. Ach so, warte mal, können wir darauf... Das möchte ich auch noch mal... Ah, nee, wir können das Okular nicht drauf anwenden. Oder? Nee, geht nicht. Okay. So, dann muss es wohl diese Kiste sein. Da können wir an der Seite etwas machen. Okay, hier finden wir schon mal eine seltsame Röhre. Nun gut. Mehr kann ich da aber auch nicht machen, wie es aussieht. Okay. So, haben wir auf der anderen Seite auch noch etwas? Nee, aber da unten, guck mal, was ist da denn? Da kommt doch sicherlich dieser Schlüssel hinein. Ja, ein merkwürdig geformter Schlüssel. Muss ich mit dem vorher noch irgendwas machen? Nö. Versuchen wir es mal. Das scheint noch nicht zu funktionieren. Okay.
Muss ich dann doch noch irgendwas mit dem Schlüssel machen? Dann weiß ich nicht. Hier ist das ja drin. Okay, gehört die Röhre da drauf? Nein. Okay. Aber das scheint schon zusammenzugehören, ne? Ich meine, hier kann ich nichts weiter tun. Okay, sehen wir uns nochmal weiter um. Okay, hier vorne das Schloss. Alles klar, lässt sich aufklappen. Super. Oh, okay. Die kann ich drehen. Aha. Okay. Oben, unten, unten. Oben voll, unten leer. Oben voll, unten leer. So, oben voll, unten leer. Oben voll, unten leer. Und jetzt kommt das hier rein. Ja, dann kommt der Schlüssel da rein. Ah, okay, cool. Jawohl. Öffnen bitte. Ach du je. Gibt's aber nichts zu sehen. Na schön. So, was sind das hier für Felder? Man weiß es nicht, ne? Nee, wohl noch nicht. Hier ist ein ähnliches Feld. Es weist dieselbe Farbe auf wie drüben, das Schiff. Okay. Das können wir... Was? Ich hab's nicht... Mist, ich hab's nicht gelesen. Die Platte lässt sich offenbar verschieben. Gibt es einen Schalter? Hier gibt es einen. Okay. Und dann? Ach so. Okay. Gut, hier lässt sich etwas bewegen. Aber doch jetzt da. So. Und dann können wir es umdrehen. Ah, okay. Einer ist geschafft. Okay, super. Gibt es hier auch so etwas? Nee, das sieht nicht so aus, ne? Zumindest nicht hier. Vielleicht an der Seite? Nee, sieht nicht so aus. Was haben wir da? Okay, dann will ich hier auch nochmal mit dem Okular reingucken. Ja, super. Okay. Nummer 2. Ausgezeichnet. Und hier, wenn ich da mit dem Okular reingucke. Ah. Okay. Nummer 3. Sehr gut. Und hier. Da ist Nummer 4. Okay. Ja, prima. Sollte es gewesen sein, ne? Hier kommt etwas hinein. Vielleicht das hier? Nee. Was ist das hier überhaupt? Eine seltsame Röhre, die sich noch ausklappen lässt. So. Okay, haben wir auf der... Na, dreh dich. Haben wir auf der anderen Seite auch so etwas? Ja. Oh, ach so. Das geht nach hier auf. Okay. So. Ja, cool. Gut, jetzt könnte es da reinpassen. Juhu! Und die Kiste öffnet sich. Sehr cool. Okay, eine Nachricht. Es dauerte nicht lange, sie ausfindig zu machen. Wir fuhren 2 Meilen lang durch heftige Strömungen des gen Norden, um ihren Vorsprung aufzuholen. Als wir dem Lande näher kamen, wandten wir uns 2 Meilen gen Westen, um ihr an der Küste den Weg abzuschneiden. Da von ihr keine Spur war, fuhren wir 3 Meilen Richtung Süden, um sie zu finden. Wir blickten sie, doch ehe wir sie aufhalten konnten, durchquerten sie das Kap. Nun müssen wir der Tide harren. Also, 2 nach Norden, heftige Ströme im Vorsprung aufzuholen, dann 2 nach Westen, 3 nach Süden. Okay. Gut, das wird wohl das Rätsel sein, ne? Also, 2 nach Norden, 2 nach Westen und 3 Richtung Süden. So. Juhu! Das nächste Rätsel. Hier gibt es einen Schlüssel. Selbst die Elemente haben sich gegen uns gewandt. Der Weg durch das am Kap führte uns 4 Meilen gen Westen, also 4W,
und schon bald sahen wir ihre Masten 4 Meilen entfernt im Norden. Als sie uns hinter sich erblickten, fuhren sie 2 Meilen nach Westen in eine Nebelbank hinein. Angesichts ihrer schweren Ladung können wir sie mühelos überholen, sobald sich bloß der verfluchte Nebel legt. Was haben wir hier noch? Okay. Ach, du liebe Zeit. Okay. Ja, alles klar. Das muss erst noch herumgeschoben werden. So. Okay, jetzt den da rein und den da rein. Ein Schlüsselloch wird sichtbar. Aber ich nehme an, wir müssen erstmal das hier lösen, ne? Also, was war es? 4 gen Westen. Das geht gar nicht mehr. 1, 2, 3, 4. Das geht gar nicht mehr. Hier lässt sich nichts mehr tun. Okay. Es lässt sich nichts mehr anklicken. Das geht nicht mehr. Das bleibt uns nun verwehrt. Ist die Frage, was sollen wir als nächstes tun? Da unten, diesen Hinweis hatten wir bereits. Das ist nicht mehr wichtig. Da kommt nichts bei rum. Das haben wir auch gelöst und das ebenfalls. Hier befindet sich noch etwas hier? Nein. Wir brauchen also einen Schlüssel. Aber was hat es hiermit auf sich? Da kommen wir ran, das ist gut, aber das ist ja fertig. 4 gen Westen. Okay. Nee, so funktioniert das nicht. Gut, mir scheint, dass wir hier erst einmal nichts mehr zu tun haben. Kann das sein? Okay, was haben wir denn hier oben? Oh, da ist tatsächlich etwas. So. Na, das war zu weit. Okay, so. Und siehe da, Objekt gefunden, ein kleiner Schlüssel. Ach, und da ist wieder das Zeichen, das gehört zusammen. Alles klar. So, ran. Ran, nee, nicht hier ran, da ran. Okay, und hier gehört vermutlich der Schlüssel hinein. Juhu! Okay, also 4 gen Westen, 1, 2, 3, 4, 4 gen Norden, 1, 2, 3, 4 und 2 nach Westen. Das geht nicht. Zwei nach Osten war es doch sicher. 2 Meilen nach Westen in die Nebelbank hinein. Okay. Wir haben sie jetzt. Kurz vor Mittag legte sich der Nebel und da waren sie 6 Meilen im Süden. 6 Süden. Wir näherten uns ihnen rasch und sie floh 2 weiter nach Osten. 2 Osten. Zum Kap hin. Nun sind sie gerade mal noch 1 Meile. Was? Nun ist sie gerade mal noch 1 Meile im Norden. Okay. Das Kap wird sie nicht mehr erreichen. Aha. Okay, also, aber hier geht es im Moment noch nichts. Da auch nicht, aber diese Nachricht. Ah, okay. So, was? 6 Richtung Süden. Was kann ich hier machen? Was soll ich hier machen? Okay. Ah ja. Hui. So. Wusch. Und jetzt? Jetzt kann ich hier nichts mehr tun. Oh. Oh, okay. Alles klar. So, also 6 Süden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 Osten. Hier und 1 Norden. Go. Hey. Was haben wir da?
Oh, hi. Objekt gefunden. Eine bemalte Galionsfigur. Für das Schiff dort hinten. Super. Cool. Okay, Leute, das war der erste Teil von The Room 2. Und beim nächsten Mal, ich stelle mich schon mal in Position. Beim nächsten Mal bringen wir hier die Galionsfigur an. Super, ich freue mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Tschüss.